Ahoi und willkommen zurück zu den Death Dogs. Ich will ja nicht Ja. unterbrechen, aber der heißt Ja und? Lass ihn halt auch high hier. sein. Ja, willkommen zurück zu den Death Dogs. Hier habt ihr schon den Mark gehört. Das ist unser neues Crewmitglied seit ein paar Folgen. Hallo Mark. Hallo. Und mit dabei ist auch wieder der glorreiche Dr. Matter, mein Wetterkollege aus Red Dead Zeiten. Wir werden bald auch Guten. wieder Red Dead spielen. Sag hallo, Dr. Matter. Guten, guten. Hier Okay. die Tagesform einführen. Die gute Speedy Cat, Dr. Speedy Cat, ist nicht da. Sie hat uns wieder verlassen vor 1,5 Folgen, 2 Folgen. Ja. Ja, also Sie wird aber bald wieder zurückstoßen. wir sind beide natürlich der Meinung, dass es an Mark lag. Ja. Ich kann auch wieder gehen. Ich werde gemacht, Mami. So, wir müssen mal den Anker lichten, würde ich behaupten, oder? Ja, ich bin dabei. Okay, dann kann ich wieder auf meine Position gehen. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir weiter Richtung Story-Insel getragen werden. Ach so, wir können das nicht überdachen. Wir müssen diese Anbauflächen hier verlegen. Ja, die Anbauflächen könnten wir nach oben dann verlegen, sobald wir einmal abgeerntet haben. Ja. Geht Auch. es jetzt schon? Sind die schon so weit? Nein, noch sind sie nicht so weit. Sobald, Wo sieht man wenn sie das? so weit sind, hast du ein Axt-Symbol noch daneben. Ah, okay. Achtung, jetzt Rollstuhl. geht dein Brain auch kaputt, oder? Guck mal, was ich machen kann. Und Ich wir glaube, müssen die leider entfernen. Anders kommt man hier nicht hoch. Oder so, ja, aber dann ist die Leiter da unnötig, wenn Sie verstehen, was ich meine. Man kann die Sachen von hier oben auch sammeln. Das ist so Ich genial. habe recht, wir kommen wirklich näher zur Story-Insel. Ha! Und alle haben mich ausgelacht. Das geht nicht, haben sie alle gesagt. Mein Brain ist seit 27 Jahren kaputt. Wie kann das sein? Ich bin erst 21. Wo kam der jetzt her? Okay, werter Herr Captain, Das ich muss. hat Sarah geschrieben in den Achso, Chat. sehr schön. Okay, werter Herr Captain, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Sie hatten recht. So wie immer. Ich muss mal sagen, ich mag Sarah. Bruce! Du Wieso? verdammter Räuber. Ich glaube, ich brauche demnächst mal eine Flasche. Ich habe noch keine. Ah, stimmt. Nein, halte dich zurück. Mach jetzt keinen Witz. Dr. What? Dr. Matter? Ja, Na, sorry. dürfen mich auch gerne Dr. Watcher nennen. Sarah hat geschrieben: Oh, danke, ich mag dich auch. Herz und noch ein Smiley. Ah, oh, wie wunderbar. Ich freue mich. Ich habe sogar auf Berlinerisch gesagt. Dort vorne geht der Mond auf. Ah, sehr Wunderschöne gut. Kulisse. Ich sehe den Turm und gucke, wie weit sind sie? Können wir Gott schon ins Antlitz spucken? Ey, ganz im Ernst, dieses Spiel hat so eine geile Grafik, ne? Was muss? Ich kann ja immer noch hier runterspringen, ohne verletzt zu werden. Tut mir leid, aber der Turm ist nicht hoch genug. Nee. Leute, stimmt ihr mir zu, dass das Spiel eine schöne Grafik hat? Ja, schön auf jeden Fall. Ja, guck dir einfach mal an, wie der Mond im Wasser Also, sich ich spiegelt. behaupte mal, so dreist wie ich bin, dass der Dr. Matta kein Berliner ist, oder? Nein. Nein, Ich ist er nicht. bin kein Berliner. Sie Ich hat bin gerade kein geschrieben, Berliner. er ist Berliner? Fragezeichen. Nein. Sind wir nicht alle Berliner? Im Irgendwo. Herzen. Also, Wenn ich esse gern sogar Berliner. Gut, John F. aber. Ja, dann bist du auch ein Berliner. Zack, haben wir das geklärt. Ich kann einen Satz perfekt auf mit perfektem Berliner Akzent. Ich kann mir Seife kaufen, lieber was schick mir nick. Wunderschöne Stadt Berlin. Tolle Leute. Grüße gehen raus an nach Berlin. An Nachbarlinie. An nach Berlin, ja. Zu Cool. die Berlin da rüber. So, was, ich wollte irgendwas Cooles machen. Achso, ich warte, bis die Bäume hier fertig sind. Immer noch nicht. Richtig. Hier endlich weitergeht. Muss doch weitergehen, liebe Leute. Nein, kam daneben ist auch vorbei. Dein Leben ist vorbei, was? Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ich habe verstanden, mein Leben ist vorbei. Und zack, abgestempelt, Berliner.
Was hat sie geschrieben? Ja, deswegen habe ich ja nochmal Grüße rausgeschickt, ne? Damit mir die Berliner Leute nicht böse sind. 1300 noch zur Insel. Und ich kümmere mich mal um meine neue Batterie. Bin jetzt wirklich näher zur Insel gekommen? Ja. Bruce! Frisst uns hier noch das Boot weg. Ah, die Bäume sind soweit. Ja. Sterbt, ihr Bäume. Sterbt. Ah. Ne, ich möchte an dieser Stelle Montgomery Burns von den Simpsons zitieren, der darauf sagte, ob es nicht langsam reicht, die Natur zu verschmutzen und zu zerstören. Ja, die Natur hat den Krieg doch angefangen. Wer hat denn angefangen? Und jetzt soll die Natur nicht rumheulen, wenn sie am Boden liegt. Ja, bauen Sie bitte weiter aus, dann kann ich jetzt gleich wieder platzieren. Ja, ich versuche es gerade, aber ich brauche hier noch einen. Ja, lassen Sie sich Zeit. Oh, der Vogel hier. Er ist cool unterwegs. Hier brauche ich auch wieder so ein Stück. Nein, ich habe es nicht gekriegt. Ich habe das Plastik nicht gekriegt. Also langsam leert sich das hier unten aber auch ganz schön. Ne? Mal runter hier. Auf jeden Fall mehr Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz, ja. Müssten wir eigentlich laufen lassen, das wäre... Leider nicht copyright-frei. Leider nicht. Aber auch, was heißt leider, ne? Wir müssen ja auch von irgendwas leben. Ja. Wenn sie uns so schöne Musik machen. Könnten es singen. Das ist ja auch, glaube ich, nicht, oder? Meinst du, dafür gibt es dann kein Copyright-Strike? Weil doch. Es ähnlich genug klingt, oder... Ja. Weil wir einfach nicht singen können, deswegen, da klingt es erst recht so gut. Richtig. Können Sie nichts wollen? Ich glaube, da vorne ist eine. Können Sie nicht nachweisen, dass das das Lied ist, was die gemacht haben? Ich habe es schon wieder getan. Da vorne ist eine größere Insel. Ich habe drei kleine Lager noch. Warte mal. Soll ich diese ein. Nee, das ist nicht die Story-Insel. Nein. Alter, das sind drei große Inseln, warte mal, hier müsste doch mal eine sein in der Nähe. Die eine werden wir finden. Ich höre ein komisches Geräusch. Kann das sein für ein Geräusch? Ich kenne das gar nicht. Ich bin Batterie ist gleich leer. Ihr spielt schon wieder in dem PC rum da oben. Weg da. Aber sofort, das ist ja wohl nicht wahr. Wo darf ich jetzt die Anbaufläche stellen? Ja. Ich habe leider nicht genug Holz, um hier viel weiter... Nehme ich. Haben wir kein Holz mehr? Ne, ich habe jedenfalls keins mehr. Nein, wir müssen aber irgendwo dann anlegen, da vorne am besten. Wie lange spielen wir diese Insel schon? Diese Insel? Ja, hat sie geschrieben. Ne, wie lange zockt ihr an... Ja doch, an der Insel schon. An der Insel zocken wir noch gar nicht. Ich war am Raft, da zocken wir jetzt... Zweiter Tag, 3,5 Stunden. Ja. Ja. Und an dem Turm seit einer Folge. An dem Turm seit, glaube ich, 20 Minuten. Dieser wunderschöne Turm. Wo soll ich die drei kleinen Lager hinstellen? Hallo übrigens, Nessie, wie geht's? Wie steht's? Auch kann man die da auch an die Wand klatschen? Ja, kann man. Kann man, kannst aber du die ist die Frage, das sieht nicht wirklich schön aus. Ja. Und wir wollen ja hier auch ein bisschen... was schicken. Groß hat mich leben. Deshalb, und die kleinen Lager, brauchen wir sie wirklich im Endeffekt? Oder können wir sie nicht einfach wegwerfen? Und mal etwas verschwenderisch leben? Ja, vielen Dank, dass sie unter Floß so loben. Das haben wir ja richtig schön gemacht. Vielen Dank für dieses Kompliment. Anker lichten. Nee, Anker. Nein, noch nicht. Wo ist denn Anker? Das ist Anker. Anker! Ach, die Leute, hier das Bett, ne? Was? Du bist wieder Single? Wie kann das sein? Das geht doch nicht. Hast du deinen Freund einfach so abgeschoben? Das geht aber nicht. Wer ist denn da schon auf der Insel? Welcher Speedy sonst? Geist. Ein Geist ist das. Ich hab wieder 18 Holz. Sehr gut. Ich brauche diese Kiste. Wir brauchen auf jeden Fall hier mehr
Planken. So. Ja. Jetzt tue ich etwas, was ich schon die ganze Zeit tun wollte. Ich setze das Segel nach oben. Ich weiß, wo ich das Segel hinsetze. Aber nicht auf den Turm. Nein, auf den Kerzenständer. Kann ich noch schmeißen. Federn. Keine Sorge. Das Segel. Früchtekompott. Werde ich doch niemals auf den Turm setzen. Wen halten Sie mich denn? Fände ich aber schon ganz schick. Kein Fall. Machen wir nicht. Mal stellen wir den Wimpfel auch dazu. Ja, auf den Turm. Ah. Oh, hallo. Ja, Nessie, deine Nachricht wurde zurückgehalten, weil du das A-Loch benutzt hast als Wort. Also nicht ausgeschrieben, sondern nur A-Loch und deswegen wurde zurückgehalten. Ach, das reicht bei dir schon. Ja, warum auch immer. Aber ich habe die Nachricht zugelassen. Auf was hast du deinen Stream eingestellt? Wie, auf was eingestellt? Ja, jugendfrei oder nicht? Nö, also eigentlich nicht. Oder an Erwachsene gerichtet? Ich habe meinen an Erwachsene gerichtet. Aber ich glaube, an Erwachsene gerichtet. Aber trotzdem bin ich ein Freund davon, dass er nicht überflutet wird mit... Mit solchen Kommentaren. Ja, nur eigentlich... Dürfte das dann nicht gesperrt werden? Eigentlich müsste man auch akzeptieren, dass es sich an Erwachsene richtet, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie muss man das nicht, glaube ich. Können wir mal bitte ein wenig betten mehr? Wieso denn? Ein Bett reicht doch. Und dann können wir aber die Nächte überspringen. Ist manchmal so. Ganz schön. Die Nächte haben zwar auch was Schönes, aber. Die Nächte sind doch super. Ein bisschen kuscheln. Ja, stimmt, Nessie, wir müssen mal wieder zusammen zocken, wenn du deine Wohnung WLAN hast. Das können wir mal machen. Wirklich ein richtiges Bett bauen. Was haben wir denn gezockt? Wir hatten Fortnite gezockt, ne? Und Paladins und so. Auf Fortnite hätte ich auch nochmal Bock drauf. Plastik. Ich kann meinen Floß weiter ausbauen. Und mit Floß mein... Der hat wirklich jetzt das Segel da oben drauf gestellt. Was dachtest du denn, dass er blufft? Ja. Dr. Nutella? Wir müssen uns einmal kurz unterhalten. Ja. Treffen wir uns beim Segel? Ich kann mal das Segel entfernen. Ich, gar nicht. Einfach X gedrückt halt. Ach, sie sind schon beim Segel. Dr. Nutella, ich muss Ihnen was sagen. Ja. Warten Sie, ich komme zu Ihnen hoch. Wo sind Sie denn? Bin ich runtergegangen. Ich muss... Dr. Nutella, jetzt warten Sie doch mal. Lassen Sie mich doch mal kurz... Guck mal, das passt doch. Passt genau in die Mitte. Doch, wie schön. Ja, Dr. Nutella, ich muss Ihnen was sagen. Übrigens, wer hat jetzt wieder den Anger gelichtet? Wir haben noch nicht die Bäume gelootet. Du warst doch schon auf der Insel drauf. Ja, ich habe nur das Paket geholt. Dr. Nutella, ich muss Ihnen etwas sagen und das frisst mich auf. Und was? Kommen Sie bitte her. Dann. Wo sind Sie denn jetzt? Ach, auf Ihrem Turm. Dem Nutella-Turm. Was war das denn jetzt? Ich habe das Gefühl, Sie versuchen mir auszuweichen. Aber ich muss es Ihnen einfach sagen. Wissen Sie noch, als Sie gesagt haben, aber das Segel nicht hier oben auf dem Turm? Ja. In dem Moment habe ich es hier oben auf den Turm gestellt. Dachte ich mir. Ich glaube, nächstes Mal, wenn wir streamen, tue ich mal Friendly Fire aktivieren. Da kann ich mich mal angreifen. Ja, dann greife ich zurück an. Jesse, ja, sentimental wird es nicht wirklich Sarah, ne? Also, ja. Er sagt dann immer, wir müssen kurz reden, dann kommen wir zusammen, da tut er mir sagen, ja, ich hab's doch gemacht. Wissen Sie noch, als Sie das gesagt haben, ja, ich hab's dann doch gemacht. Ja. Irgendwie sowas kommt halt immer bei rum. So, schon mal hier Erweiterung machen. Man hatte ich echt das Gefühl, Sie wollen gar nicht mit mir reden. Nein, Sarah. Der gute alte Dr. Motter, er hat
ein Kind und eine Frau. Also er will mir nicht seine Gefühle gestehen. Ich kann sie doch trotzdem gern haben. Nö. Auch als heterosexueller, verheirateter Mann. Oder schließt sich das jetzt aus? Also, muss ja nicht gleich was Romantisches sein. Oder geht's der Jesse oder hat Sarah jetzt gesagt? Verflucht nochmal, lass meine Netze in Ruhe! Lass meine Netze in Ruhe, du verfluchter Fisch! Ja, mehr bist du nicht! Ja. Und wenn ich dich erwische, kommst du auf den Grill! Werter Kollege, wieso tun Sie auch die Netze nicht zubauen, damit sie nicht kaputt gehen können? Weil wir dauernd unter Holzmangel leiden. Und deswegen nicht. Ich bringe gleich eine neue Fuhre Holz mit. Ja. Paket für mich. Oh, Glückwunsch an ihn. Und mein Beleidig an dich. Ich habe keine Axt mehr und hier oben ist noch ein Baum. Gut, ich bin auf dem Weg. Ja, ich freue mich, wenn ich beleidig ist. Viel Spaß beim Jump-Run. Dr. Matta begibt sich in Gefahren, um den Baum zu erschlagen. Dr. Matta, unser Held. Komm her, Bruce, ich nehme es wieder auf. Großen Welt. Oh je. Hättest du gedacht, Bruce, ne? Hättest du gedacht. Ich habe 28 Holz mitgebracht. Ha, ich habe ihn erledigt. Bruce ist tot. Bruce ist Geschichte. Ja. Dann brauchen wir ja nur noch 2 Millionen Holz. Nur noch. Um unseren Holzbedarf zu decken. Ach, die Kiste haben sie auch gelootet? Sehr gut. Ja. Die Kiste habe ich nicht gelootet. Die hat unser guter Herr. Ist Bruce tot? Bruce ist tot. Sehr gut. Bruce weilt nicht mehr unter uns. Naja, um genau zu sein, schon. Weilt ihr gar nicht mehr. Ja, aber um genau zu sein, also eigentlich ja schon, weil er ja untergeht. Also so gesehen, schon. So, Anker wird gelichtet. Ich bin noch nicht da. Wartet auf mich. Ist ja nicht mein Problem. Moiterei. Dieser Turm ist wirklich sehr schön. Steigauf. Ich muss Sie einmal loben, Dr. Nutella. Dieser Turm ist wirklich bezaubernd. Vielen Dank für dieses Kompliment. Nehmen Sie dieses Kompliment an. Wieso sind dort zwei Plattformen so mittendrin? Weil ich da noch meinen Turm weiter. Ach so, ich verstehe. Wo ist denn hier? Verfluchtes Ankerloch. Ja, da bin ich auch gerade durchgefallen. Ja, dann setzt einfach Zaun drum. Fertig. Ich habe auch gerade gedacht. Ich werde es sowieso nicht tun. Seien wir doch mal ehrlich. Ich werde es gleich wieder vergessen haben und nächstes Mal mich wieder tierisch drüber ärgern. Dann mache ich mir ganz kurz einen Bauhammer und mach das. Sehr gut. Hören Sie nur. Warum sind die Schmiedeöfen nicht unter Feuer? Wir brauchen eine Armee, die Mordors würdig ist. Moment, nein, das war jetzt irgendwie. War ich jetzt irgendwie ein bisschen abgedreht. Hoppla! Hoppla! Pack ich den kleinen Saruman aus. Klingt als ob eine Menge. Hoppla! Hoppla! So. Hier kommt jetzt auch zu Eisen auf. Wieso haben wir nur Planken? Wir haben. Ja, in dem Hammer. Hallo, ich möchte da was weiter abbauen hier. Hallo. Ach, habe ich keine Planken mehr. So geht das nicht. Das ist ja blöd. So, genau da. Genau das wollte ich machen. Das ist etwas. Etwas. Noch ein Boss. Guck mal, so dürften wir nicht mehr dort in das Loch reinfallen. Oh, zaubernd. Okay. Nee, so fallen wir nicht mehr ins Loch rein. Wenn sie da einmal kurz weggehen, kann ich ihnen da wieder Planken reinlegen. Sehr gut. Hier oben auf jeden Fall welche, damit die Öfen befeuert werden.
So. Hätten wir uns auch um das nächste Problem gekümmert. So, dann bauen wir mal hier hin. Das füllen wir mal wieder auf. Nein! Was jetzt? Ich hab auch was fallen lassen. Warte, es gibt ein Problem in ihrer Logik, mit dem, wenn wir uns einfach treiben lassen, kommen wir näher zur Story. Was ist das Problem? Dem ist nämlich nicht, Dem ist so. Nicht mehr so. Wir sind schon dran vorbeigefahren. Ja, ich... liegt es wohl daran, dass... Nein? Die Story-Insel ist hinter uns, oder was? Ja. Die Story-Insel ist genau in der Richtung, wo jetzt das Segel hin ist. Eigenartig. Ja, ich sag ja nicht, dass man direkt darauf steuert, sondern dass man in die Richtung kommt. Ja, wir fahren jetzt leicht versetzt mit dem Wind dorthin. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich ein Sammelnetz gebaut? Mein Gott, ich habe ein Problem. Wir haben noch nicht genug Sammelnetze. Ich habe ein Problem. Leiden Sie unter Gedächtnisschwund? Nein. Nein, ich habe Sammelnetz-Suchtitis. Eine sehr, sehr spezielle Krankheit, absolut, die sehr gefährlich ist. Absolut, aber auch sehr ressourcenfördernd. Auf lange Sicht. Ja, kann aber auch kann aber auch tödlich enden, weil es eine Meuterei dadurch gibt. Wo ist denn die, apropos Meuterei, wo ist denn die Essenskiste? Die Essenskiste ist gut gefüllt. Müssen wir mal reinhauen hier. Auf dem Rumpf des Boots. Haben wir denn unseren großen Grill? Weil Raft kann man das jetzt wirklich nicht mehr nennen. Nein, der große Grill ist... Wenn sie an der Essenskiste stehen, rechts daneben. An der Wand. Jo, ja. Wo ist denn... Dachte mir nur, das sieht ein bisschen schicker aus, wenn man das da so hinstellt. Im Moment, bevor du das wieder auffüllst, wir stellen das auch einmal um. Okay. Weil das steht jetzt da so mitten im Weg. Wie soll man es denn wieder schon auffüllen, wenn es hier um die Ecke steht? Ja. Naja, da stand es auch so um die Ecke, also... Ja, jetzt haben wir ziemlich eingebaut hier. Wir können auch, wenn Sie wollen, hier einfach kurz ein Loch reinmachen. Ja. Gluck, gluck, gluck. Ah, mein Gott. Ich bin noch Hai. Ich bin noch Hai vom, wie hieß er? Bruce. Bruce. Noch 980 Einheiten in diese Richtung. Ja. Ich sage 980 Einheiten, da nirgends angegeben ist, ob das Spiel metrisch oder wie auch immer läuft. Okay, also. Ich ruder einfach mal ein bisschen. Gucken Sie mal bitte, ob wir schneller sind. Sofort. Ja, jetzt ruder ich gerade nicht mehr. Sagen Sie mir, wenn Sie in Position sind, um zu gucken, ob wir schneller sind. Bin in Position. Gut. Achtung. Wir müssen die Sammelnetze umplatzieren. Ja, absolut. Wir sind um einige schneller. Aber ich muss jetzt eben... um einiges. Ich muss eben die Sammelnetze... Nein, wir sind wirklich um einige schneller. Wer hat mich denn jetzt hier ins Wasser geschubst? Das waren doch Sie, Dr. Nutella. Hä? Okay, dann bin ich wohl einfach ins Wasser gefallen. Hat wer noch vier... hat jemand vier Planken für mich? Vielleicht. Ich weiß gerade nicht. Ich baue gerade Netze. Ich habe perfekt vier Dingens. Ich werfe sie bei mir ab. Ich bin vorne jetzt gerade in Fahrtrichtung. Und dort bin ich auch, weil dann... Ich habe ein Paket. Lassen wir gemeinsam paddeln. Lassen Sie uns gemeinsam paddeln, ja. Mit diesen... Mein Abfalleimer. Ja, endlich. Joel, kannst du mal ganz kurz gucken, wie schnell wir vorwärts kommen? Ziemlich langsam. Moment, ich baue noch eben ein Netz um. Ich meine, oben an dem... Achso. Müssen Sie auch dazu sorgen. Bereit, auf Position. Tui? Klappt das nicht. Ah, eben. Okay, alles gut. Okay. So, ich mach mal an. Okay, dann gucken wir jetzt. Achtung, paddeln!
Ja, also schnell sind wir jetzt nicht unterwegs. Ja, mit den Motoren geht's schneller. Also, aber... also in 18, 17, 16, 15, 14, 13. Ja, so schnell ist es auch nicht. Oh, ich könnte mal wieder einen Speer gebrauchen. Oh, Zuschauer, was haltet ihr eigentlich von unseren tollen Flossen hier? Flossen hier. Ja, ich habe Flossen gesagt. Was haltet ihr von unserem tollen Floß? Hibiskus, war cool. Endlich. Mit Hibiskus kann man lecker kochen. Sehr schick. Ah, vielen Dank. Habt ihr gehört, sie findet es sehr schick. Ich finde, es ist Zeit für eine Abmord. Warte mal. Es ist schon wieder so spät. Und Zeit für eine Abmord. Ja. Oh, es ist so traurig. Sind wieder 5 Folgen heute entstanden. Wovon? Ich habe einen Abfall einmal gebaut. Bei einem schaffe ich heute noch. Weil ich es kann. Muss ich die Abmord machen? Was passiert? Nein. Nee, ich. Was passiert, wenn man Zeug reinschmeißt? Ist es dann weg? Nö, es bleibt einfach da. Es ist einfach nur eine Truhe. Okay. Mein Paddel ist gleich kaputt. Ich übernehme. Jetzt. So, ja, dann sagen wir mal wieder, was ist denn ein Subscribed? Was ist das nochmal? 2 hours later. Leute, wenn ihr wissen wollt, wann wir das nächste Mal online sind, dann darf ich für meinen Sendeplan werben. Den findet ihr bei mir auf meinem Kanal. Ist der verlinkt? Ich sende immer dann, wenn du sendest. Dann, ja, genau. Dann könnt ihr das über meinen Kanal YouTube oder Twitch. Da findet ihr den. Er ist gekennzeichnet mit Sendeplan. Den schreibe ich einmal in der Woche mal fertig. Und würde mich freuen, wenn wir uns alle das nächste Mal wiedersehen und hören. Bis zum nächsten Mal. Macht euch eine schöne Zeit. Tschüss.